So, es geht heute weiter. Karlsruhe heißt der nächste Gegner gegen Bayreuth. Ich glaube, jetzt spielen wir auswärts. Genau, ich spiele mal auswärts in Karlsruhe, quasi, wenn wir jetzt rückspielen. In der letzten Folge heißt es, ist es ja schon. Also, danach geht es gegen Düsseldorf. Also in Karlsruhe und Düsseldorf sind jetzt die letzten beiden Gegner dieser Aufnahmesession. So, ich weiß, dass ich ein Angebot bekomme. Oh, den George hat es bekommen. 2000 möchten haben. Da ist noch ein zweites Angebot reingekommen, glaube ich. Da ist kein Angebot drin. Verhandeln. Gehen wir mal rein in die Verhandlungen. Mit 2000 habt ihr uns die Millionen gegeben. Mal hochgehen. Ich kann euch mit runtergeben. 900.000. Was wollen sie bieten? 750? Ja, komm. Machen wir es durch. Verkaufen wir. Am Ende für 750.000. Na, 2.000. Gut, weiter geht's gegen Karlsruhe. Die ja auch wieder fehlgeschaltet sind. Also jetzt könnten von uns jetzt die dritte Saisonniederlage kassieren. Ich muss mal ganz kurz mein Teammanagement ändern. Also sprich, damit Watanabe jetzt in die Startformation rutschen. So, ich habe leider keine Alternative. Ich muss jetzt definitiv noch gucken, dass ich nochmal einen Innenverteidiger verpflichtet bekomme. Aus dem Grund. Von dem Geld, was wir jetzt wahrscheinlich für Dings bekommen, werde ich nochmal auf der Transfermarkt aktiv sein. Aber wir werden mal schauen, ob wir noch einen Innenverteidiger dazu kriegen. Auf geht's! Heute im Wildpark! Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Könnte eine klasse Partie werden. Von den Gästen haben wir in den ersten beiden Spielen eine Menge gesehen. Man hat schon 4 Zähler auf dem Konto und das ist deutlich mehr, als man erwartet hatte. Ich bin gespannt, ob die so weitermachen können, ob sie auch heute wieder so stark auftreten. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen. Und jetzt wird zwei Tore gemacht. Der Karlsruher SC heute mit dieser Aufstellung. Buschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf. Ah, sie haben umgestellt. Zeit zum Luft holen und das wird auch heute die Taktik sein. Karlsruher hat ein bisschen umgestellt. Wir werden notgedrungen wechseln. Jetzt warten wir neu in der Innenverteidiger. Als Innenverteidiger heute. In einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Wir haben sonst eigentlich keinen Grund, nach den letzten Spielen zu wechseln. Wie gesagt, das Unentschieden gegen Ingolstadt, aber der Sieg gegen Darmstadt und der Pokal gegen den KSC. Und heute aber Sieg Nummer 2 in der Liga, dann hätten wir 7 Punkte nach 3 Spielen und das wäre ein Bomben-Saisonstart. Und Karlsruhe muss aufpassen, wenn sie heute verlieren, dann hätten sie 0 Punkte auf dem Konto plus das Aus im Pokal. Also die sind richtig unter Druck. Cavallo. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Und heute sind wir wieder zu 11. Burgala, wie gesagt, darf heute zugucken, aber ist halt so. Ich glaube, seine zweite Sperre überhaupt, also, seit er bei uns spielt. Aber ist halt auch noch jung. Ne?
Notbremse passiert halt. Gut gemacht, das könnte gefährlich werden. War jetzt kein böses Foul, es war halt aber richtig. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Ja. Naja. Eckloff. Und der Ball lange mal auf Sterner. Chance Sterner! Er muss doch sitzen, oder? Straff abgezogen aus der Ja, ein bisschen zu lang. Chance bekommst du nicht mehr. Marcel Franke. Also wie gesagt, wir werden nochmal, nachdem George jetzt weg ist, den nochmal neuen Mitverteidiger verpflichten müssen. Schöner Spielaufbau. Und dann, sollte er vielleicht nochmal, nachdem was Budget ist, technisch. Oh Pedro, bitte nicht, jetzt noch ein Außenverteidiger, noch ein weiterer Spieler verletzt. Er steht wieder, das macht gelbe Reise. Und so früh vorbereitet. Glück gehabt, dass er nicht da jetzt einen der besseren runtergetreten hat gerade. Da haben sie den Platz auf den Flügel. Die gelbe Karte ist übrigens richtig. Da kommt die Flanke. Und die Flanke der war jetzt lang. Also, im letzten Spiel haben wir nach diesen gespielten jetzt 16 Minuten schon 2-0 geführt im Pokal. Mal gucken. Jetzt sind wir noch bei 0-0. Er lässt den Gegner stehen. Boah, fast Glück gehabt, die Karte. Oh, da ist er vorbei am Verteidiger. Ah, schade. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt der Vorstoß. Und die Schuss. Super Eise. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ecke kommt in die Mitte. Zu Aber kurz. Dann sind sie doch nicht entschlossen genug. Er geht dazwischen. Schön dabei. Sterner. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Sterner. Die Flanke jetzt. Und. Oh. Kein Problem, ganz sicher. Marcel Franke. Ach, schade, ey. Das war ein schönes Ding, aber gut gehalten, muss ich sagen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und jetzt. Jetzt können Sie es machen. 1:0 Sie machen es im zweiten. Sowas von unverdient. Klasse Parade, aber Szene bleibt gefährlich und dann schlagen Sie doch noch zu. Wanicek, der im Pokal noch den Handelfmeter verschossen hat, trifft jetzt zum 1. Das ist die erste Chance für KSC in den Gasse und die führen. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball ja. kann nicht. Am zweiten könnte er nichts machen. Das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Sie sind jetzt also Schade. In Führung. 1-0. Aber es ist halt passiert. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Pedro. Könnte der Ausgleich sein. Ach Mann. Aber probier's dich selber. Wanicek, der Torschütze. Heise. Ball in Zeiten ausgeklärt, sie bekommen den Einwurf. Pedro wieder. Dann nochmal versucht. Der ist versucht. Pedro Sterner. Es ist ja nicht so, dass wir das Ding komplett kontrollieren und eigentlich noch die Chancen haben, aber halt die Tore nicht machen. Und dann kriegst du halt so ein Ding. Die Gastgeber haben so viele Probleme beim Ballbesitz. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Und oh, wow. Da können sie es machen. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Fick. Ja, der Schuss jetzt. Das kann doch nicht sein, ey. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Boah, wir sind innen gerettet. Nicht. Es ist nach wie vor nicht der Ausgleich. Es ist irgendwo gerade ein bisschen un. Da kommt der Schuss. Sie sind da, Ball wird geblockt. Jetzt und wieder ein langer Ball. Klasse gespielt, guter Steilpass. Und es steht 2-0 für den KSC. Ey, das ist doch nicht wahr. Und damit zwei Tore, es läuft. Es ist das 2-0 und es ist sowas von unverdient. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Oh, das ist bitter. Und im Abschluss auch noch effizient.
Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet. Ja, es ist halt gerade verhext. Wir haben die Chancen, die Gegner macht die Tore. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. Das macht er ganz energisch. Also schauen wir mal, was wir in der zweiten Halbzeit irgendwie noch richten können aus diesem Spiel. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. No war, jetzt vielleicht mal. Es gibt, ja, es war kein Abseitsschiedsrichter, da stand doch noch mindestens einer oben. Da stand doch die 21 noch oben, das kann doch nicht sein. Die Riesenchance. Das ist doch nicht wahr, ey. Schon mit Dreien vorne. Der nächste Treffer, also ey, das kann doch nicht sein, was ist das für ein Spiel? Ey, du. Musst dich eigentlich auf dem Stadion hauen, ey. Du musst das Ding hören, da kriegst du so ein Ding noch. Da gibt's kaum was auszusetzen. Ach, da gibt's nichts auszusetzen. Das war ein Kracher. Du pennst in der Innenverteidigung und kriegst hintereinander drei gegen drei Schüsse. Klare Angelegenheit. 3:0. Ball im Ausklasse, Zweikampf, Einwurf jetzt. Also 3:0 für den KSC. Das ist, was wir im Pokal rausgeholt haben. Was war mit Unterzahl vor allen Dingen. Fuck, oh, ey, es ist zumindest das 3-1 nur noch. 56. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen. Hauptsache erstmal das Tor. Also Tor für Bayreuth. Jetzt geht es eigentlich fast nur noch darum, einen Punkt zu holen. Irgendwie was mitzunehmen. Egloff. Hält jetzt erstmal den Ball. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Schafft sie den Anschlusstreffer. Das war der Jetzt können sie es machen. Schieb. Ja, abseits. Abseits. Okay, okay. Ich dachte schon, warum zögert er jetzt? Warum fängt er zu diskutieren? Moment warten, dann ist niemand mehr im Abseits. So bringt der Pass natürlich herzlich wenig. Und du kriegst halt die Chance, dass er solche Chancen, weißt du, dann kriegst du die Dinger nicht ins Tor. Seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Das ist ein Foul. Ach, lass doch der Schiedsrichter pfeift das auch. Nee, ein Schiedsrichter pfeift es auch. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Das kann. Das alleine mit allen aus. Ich wollte gerade sagen, ey, das kann. Endstation Torhüter. Das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten. Ja, hat's gut gemacht, das meine ich. War auch wichtig. Da müssen sie mehr draus machen. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Ist das die Möglichkeit? Das kann es sein. Oh Leute, ey, was ist das denn denn für Fehler? Und so kriegst du die Gegentore. Du hast ja, du musst halt das Tor jetzt irgendwann machen. Kurzer Eckball. Da haben sie die Chance. Ja, lauf da, müssen. Lauf da durch, weißt du, ey, das kann doch nicht sein. Ey, die haben vier Torschüsse. Vier Torschüsse und treffen sie alle. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Was ist das für ein Gegentor? Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Ey, du kriegst eine Klatsche. Ich weiß nicht, woher. Freistoß. Und wenn er Pech hat, fliegt er jetzt vom Platz. Ja, du hast schon gelb. Vergiss es, Alter. Er hat schon gelb, ja, ja. Der ist hier laufen, oder was? Nee, er hat nicht laufen lassen. Ball kommt rein. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er pfeift ab und jetzt? Nicht. Ey, du darfst dieses Spiel eigentlich nie und nimmer verlieren. Kein guter Pass.
Aber es ist halt leider so. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Das war ein Spiel, was du im und Pokal. Jetzt gibt es Einwurf. Jetzt wird hier gewechselt. Tide. Fairer Einsatz hier. Also vielleicht jetzt mal Eklar und wieder hilft der Keeper. Also es kann nicht sein, dass wir hier gerade, ich weiß nicht, wie was gefühlt hat so vier Torschüsse gehabt. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Lippert. Ach, das ist doch nicht. Wir verloren haben wir es. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, wie. Den Ball für die Show. Ja, wir haben die Chance letzte reguläre Spielminute läuft. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Cavallo. So, noch ein bisschen Ergebnis Kosmetik. Eckloff, 2-4. Ja, schade. Das ist aber auch kein echtes Aufbäumen mehr. An der Niederlage ändert sich nichts. Nach 93 Minuten. Also es ist halt... Der Karlsruher ist hier verhindert mit dem 4-2 Heimsieg, ja, den absoluten Fehlstart. Wir kriegen eine Niederlage, die unnötiger sein kann. Wir haben einfach die klaren Chancen, der Gegner macht die Tore und dann gewinnst du so ein, verlierst du so ein Spiel 4-2. Und verlierst du so ein Spiel 4-2, ich weiß nicht, wie gesagt, wie. Du hast einfach das Ding nicht. Du machst die Tore einfach nicht. Kannst natürlich noch ein bisschen wechseln jetzt. Aber mehr auch nicht. Habe ich noch einen Wechsel offen oder was? Mir gerade ein. Ja, ich habe noch einen so offen. Oh, jetzt werden sie wechseln. So, das war's für heute. Die Gäste haben dieses Spiel also verloren. Heute gibt es hier also die Niederlage, aber trotzdem stehen sie insgesamt etwas besser da, als man erwartet hatte. Also ist das ein Start, mit dem sie zufrieden sein können. Es ist die erste Niederlage der Saison, dritter Spieltag. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Ganz toll. Niederlage, die richtig unnötig ist und die auch eigentlich wehtut, weil sie nicht verdient ist. Das nicht nur wegen der beiden Treffer. Aber du machst halt die Tore nicht, der Gegner macht sie und dann ist es halt einfach so. Du liegst halt ziemlich schnell nach der Pause 0-3 hinten und kriegst halt die Dinger nicht. Du machst halt die Dinger nicht. Wenn du mal bist auf die Torhüter-Dings guckst, sie haben 8 Schüsse und gewinnt das Spiel 4-2. Naja, passiert. Ist halt so. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja, es ist halt passiert einfach die Tore nicht gegeben. So, das war das Interview nach dem Spiel und im nächsten Spiel geht's mit Fortuna Düsseldorf weiter.